Bischof Ackermann, was nehmen Sie mit von dieser Papstvisite im benachbarten Luxemburg, wo Sie eingeladen wurden, als Nachbarbischof sozusagen teilzunehmen? Zunächst bin ich wirklich dem Erzbischof und Kardinal Hollerich dankbar, dass er uns Nachbarn eingeladen hat. Man konnte wirklich eine sehr dichte Feier erleben hier in der Begegnung mit dem Papst in der Kathedrale von Luxemburg. Und mir ist auch nochmal sehr deutlich geworden, wie international die Kirche von Luxemburg ist. Natürlich mit den unterschiedlichen Herkünften der Katholiken hier. Das ist schon etwas Besonderes, das zu erleben, so nah in unserer Nachbarschaft. Das ist im Bistum Trier doch ein Stück anders. Und hier ist wirklich auch im Grunde immer, wenn man nach Luxemburg kommt, Weltkirche vertreten. Papst Franziskus hat gesagt, er möchte kein Europa nur der Waren, sondern ein Europa der Werte, der christlichen Werte. Was bedeutet das für Sie als deutscher Bischof? Also das Thema Europa muss man in Luxemburg ja im Grunde immer auch sozusagen neu ins Spiel bringen. Es wurde vor der Begegnung mit dem Papst auch an Robert Schumann erinnert, für den ja auch ein Seligsprechungsverfahren läuft, einer der Gründerväter Europas, wirklich aus christlichem Geist heraus inspiriert. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der Phase, in der wir uns im Moment befinden, zu sagen, wirklich, Europa ruht auf geistigen Werten. Und da spielt aber das Evangelium, die Botschaft Jesu Christi, eine wichtige Rolle. Und bitte daran denken, es ist eben eine Gemeinschaft von Menschen und nicht, das hat der Papst nochmal gesagt, von Waren und Dienstleistungen. Das gehört irgendwie dazu, das ist auch wichtig, aber es ist eine geistige Größe. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann verliert Europa seine Seele.